Matthias Vogt, DLV Awards 2013 sind Geschichte damit jetzt. Es gab drei Sieger. Sandro Wieser als Nachwuchsfußballer, Mario Frick als Trainer des Jahres und Michele Polverino hat seinen Titel verteidigt als Fußballer des Jahres. Wie zufrieden bist du? Ich habe es vorhin ja gesagt, so eine Wahl, so eine Nominierung, das ist was Besonderes. Jeder hat für sich eine super Leistung in dem Jahr abgeliefert. Und am Ende des Tages ist eine Wahl auch sowas wie Glück. Und die drei, die das nun gemacht haben, die hatten das Glück gehabt. Verdient hätten es die anderen mindestens genauso. Aber ich freue mich für die Jungs, weil dafür haben die gearbeitet, dafür haben die gespielt und haben den Erfolg jetzt auch bekommen. Und da freue ich mich für die. Der Mario Frick, Trainer des Jahres. Als Spieler wurde es nie. Komisch, oder? Naja, gut, ich meine, das muss man halt das Publikum fragen, was immer gewählt hat, warum er nie Spieler des Jahres geworden ist. Vielleicht war er zu weit weg, keine Ahnung. Ja, aber man sieht ja, wie nah die Welt zusammenkommt. Michele Polverino ist in Österreich und wird es jetzt zweimal. Vielleicht war der Mario Frick einfach nur vor seiner Zeit. 2014 steht jetzt an. Die Auslosung für die EM-Qualifikation ist im Februar. Was wünscht man sich da als Präsident? Wir wünschen uns an und für sich attraktive Gegner, die uns auch ein paar Zuschauer bescheren, interessante Spiele bescheren. Andererseits muss ich auch sagen, ich hätte nichts gegen eine ganz leichte Gruppe, dass wir nach Frankreich fahren können und uns qualifizieren. Aber das sind ja, wie gesagt, die berühmten Träumereien, die dann immer wieder kommen. Aber wir wünschen uns einfach eine attraktive Gruppe, wo wir uns auch messen können und wo wir zeigen können, was wir drauf haben. Ob das dann sich in Punkten ausdrückt oder in einer Qualifikation oder wie auch immer, spielt eigentlich keine Rolle. Wir wollen schönen Fußball spielen und wir wollen interessante Gegner. Nachwuchsfußballer des Jahres 2013, Sandro Wieser. Ich freue mich riesig, es ist das erste Mal, dass ich das gewinnen darf. Und bin dankbar für die, die für mich gestimmt haben. Und ich bin stolz, dass ich die Auszeichnung entgegennehmen darf. Obwohl ich leider nicht vor Ort bin, aber es macht mich sehr stolz und bin dankbar denen, die für mich gewählt haben. Also, Vereinstrainer des Jahres 2013, das ist Mario Frick. Mario Frick, Glückwunsch, Vereinstrainer des Jahres. Als Fußballer hast du die LEV Awards nie gewonnen. Jetzt musst du Trainer werden, um so einen Stein endlich mal mit nach Hause zu nehmen, oder? Es scheint so, ja. Also ich freue mich riesig darüber. Ich glaube, gesehen auf der Bühne, damals, wie überraschend das war für mich. Ich habe nicht damit gerechnet, weil irgendwie schon gesehen habe, der Uwe Wegmann und der Giorgio Contini leisten super Arbeit bei ihren Vereinen. Sie sind beide auf Platz 1. Aber es ist schön, dass meine Arbeit anerkannt wird in der Öffentlichkeit. Es war ja vor allem eine Publikumswahl gesehen und ich freue mich wirklich riesig darüber. Und der Pokal ist natürlich vor allem für die Mannschaft, für meinen ganzen Staff, der mir hilft. Und ich glaube, man sieht, dass die Wahl zusammen ein bisschen steht. Das ist schön. Es sah so aus, als ob du ein bisschen so ein Kloß im Hals hättest bei deiner Rede. Ein bisschen mit den Tränen auch kämpfen musstest. War das so? Ja, mit den Tränen würde ich nicht sagen, aber es war ein sehr emotionaler Moment gewesen, weil ich nicht vorbereitet war darauf. Normal bei so einem Moment bist du eigentlich vorbereitet und denkst davor schon aus, ja, was könnte ich sagen. Das ist das mal nicht der Fall gewesen und darum ja, ist wirklich so ein Kloß rum gewesen. Und das ist, glaube ich, authentisch gewesen und darum spielt es mir noch keine Rolle. Du bist ja der Spielertrainer. Wie schaut es aus mit der Fitness? Du hast noch mal Gas gegeben in der Winterpause, hast du gesagt. Wie ist der Stand? Ja, sehr zufriedenstellend bisher. Die Wahrheit kommt dann auf dem Platz, den Führer, vor allem wenn die Vorbereitung wirklich richtig losgeht mit dem Ball und allem. Aber wir haben nächstes Jahr das erste Hallenturnier in Sindelfingen, wo ich erst mal im Einsatz war. Dann habe ich 3 Monate Zeit, um richtig fit zu werden. Gehe ins Trainingslager in die Türkei. Das erste Mal ins Trainingslager mit dem FC Balzers. Und dann wird man sagen, also ich werde jetzt wirklich leben wie ein Asket, wie man so schön sieht, wie ein Mönch. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also auch im Hinblick auf die weitere Karriere im Nationalteam? Wie ich schon gesehen habe, ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen. Was für mich oft wichtig ist, dass ich entscheidend bin, wie ich schon vorher gesehen habe. Ich möchte entscheidend sein, ich möchte kein Mitläufer sein, wo man einfach mitzieht, weil er gewisse Verdienste hat für den Verband. Das möchte ich nicht. Wenn ich nochmal spiele, dann möchte ich entscheidend sein. Heute erstmal nochmal Glückwunsch zum Trainer des Jahres. Danke vielmals. Der Fußballer des Jahres 2013 ist absolut verdient. Ich muss sagen, das hätte ich bei den anderen 4 genauso gesagt. Weil es wirklich so ist. Alle 5 haben eine super Saison hinter sich und hätten sich jeder verdient,
Leider gibt es in solchen Wahlen immer nur einen. Ist fast wie Hollywood, gefällt mir gut. Fußballer des Jahres 2013, Michele Polverino. Michele Polverino, Glückwunsch, Fußball des Jahres, schon wieder überrascht gewesen? Ja, natürlich. Aber eben, wenn man schon nominiert ist, dann hofft man natürlich, dass man es gewinnt. Aber ich muss sagen, dass alle von den Spielern es auch verdient hätten. Von mir aus sehr vor allem auch an Peter Jähle, an Burgmeier, weil sie seit Jahren Leistungsträger sind. Egal, wo sie jetzt gespielt haben, sind immer Stammspieler gewesen. Und sie bestätigen auch ihre Leistung natürlich auch mit dem Platz 1. Oder? Und sind wirklich in einer sehr guten Position, um in die höchste Schweizer Liga zu aufsteigen. Du hast den Titel verteidigt. Letztes Jahr hast du gesagt, das ist ganz schön schweres Teil, aber es ist geil, ich gebe es nicht mehr her. Es ist natürlich schön, noch mal so einen Kübel hier zu bekommen. Ja, natürlich. Ich meine, es ist befreit und es gibt wieder neue Kräfte. Und momentan fühlt sich das Licht an. Und es freut mich und ich hoffe und ich würde alles dafür tun, dass ich das nächste Jahr sicher noch einmal nominiert werde. Und ich hoffe, dass ich es zum dritten Mal verteidigen kann. Zum dritten Mal verteidigen, dann würdest du mit Martin Stock-Glaser gleichziehen? Genau. Ich habe es ja angekündigt letztes Jahr als Spaß. Aber jetzt bin ich nur noch einen Titel davor und jetzt versuche ich das natürlich zu holen. Wolfsberg, die Saison bisher Höhen und Tiefen gehabt, aber ihr steht ganz gut im Mittelfeld da. Wie schaut es für die Rückrunde jetzt aus? Also ich möchte nur dazu sagen, wir sind einfach schlecht gestartet. Aber wenn man die genau gleiche Anzahl Spieltage nimmt und die Punkte, die wir letzter Jahr hatten und dieses Jahr, ist exakt die genau gleiche Punktzahl. Wir stehen einfach an Rang unter der Tabelle wie letztes Jahr, aber wir sind nur 6 Punkte vom dritten Platz entfernt. Und es ist wirklich alles sehr eng beieinander. Und mit dieser 3-Punkte-Regel, wenn man 2-3 Spiele hintereinander gewinnt, dann weiß man, wie schnell das gehen kann. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass wir uns gegen Föri orientieren können und nicht mehr nach zurückschauen. Und letztes Jahr hast du ja frei bekommen, glaube ich, wegen dem Award, weil du Fußball des Jahres wurdest. Wie schaut es aus? Habt ihr schon Training oder geht es bei euch erst los? Nein, also wir fangen am Dienstag. Also am 7. Januar fangen wir mit der Vorbereitung an und es wird eigentlich einen ganzen Tag nur medizinische Tests sein. Leider das, was man so nicht gern macht, oder so Konditionstests, fettmäßiger und was es halt alles so gibt. Aber es wird natürlich ein normaler, gemütlicher Anfang sein und dann aber Mittwoch, denke ich, starten wir das Programm für die Vorbereitung. Dann hast du heute Abend ja noch Zeit, noch ein bisschen den zweiten Titel in Folge zu feiern. Nochmal alles Gute dazu. Dankeschön. Also ich werde sicher Astro Gläschen jetzt trinken und nochmal danke.